liebe Filmfreunde, hier ist euer For Season 80 mit einem weiteren Steelbook-Unboxing-Video für und es geht weiter mit den Star Wars-exklusiven 4K-Steelbooks von Zavi. Hier nochmal Episode 4 und Episode 5. Was ist das für ein Motiv? Ja, da guckt einfach mal das Video von mir an, direkt vor diesem hier. Oder wir dürfen erfahren, was das hier für ein Covermotiv ist. Denn eigentlich schaut das Episode 5 Steelbook von Zavi ganz anders aus, oder? Ja, einfach mal angucken. So, okay. Und jetzt eben hier nochmal dann das letzte, wo ich hier noch in meinen Händen halte. Der Episode 1 ist schon auf dem Weg zu mir. Mal gucken, wann das bei mir ankommt. Ich glaube noch nicht dran, dass es so schnell geht. Ja, auch hier war wieder diese Auslagepauschale mit dabei und auch dieses Zollentgelt. Und auch da musste ich wieder 11,29 Euro dazu zahlen zu Return of the Jedi. Also auch hier sind wir wieder dann bei knapp 45 Euro für das 4K-Steelbook. Ist schon wirklich extrem krass. Und wie ich schon beim Episode 5 gesagt habe, es werden auch die letzten Zavi-Steelbooks sein, die ich jetzt mir gekauft habe bei Zavi. Star Wars muss sein, aber als andere, glaube ich, werde ich mir dann nicht mehr holen, weil es einfach viel zu teuer geworden ist für ein normales Steelbook. Verpackt ist es wie immer in diesem schönen weißen Karton. Ja, und ich hoffe mal, auch da geht nichts schief. Und wenn ich hier so gucke, es ist auf jeden Fall ein schönes Motiv, auf jeden Fall besser als von Episode 5. Denn das Episode 5 war ja eben der Darth Vader drauf, was absolut nicht zu diesen beiden Steelbooks-Versionen gepasst hat, von den Covermotiven her. Hier die schönen alten Motive drauf. Und was da geritten hat, hier bei Episode 5, den Darth Vader drauf zu drucken, ist einfach für mich einfach eine Unverschämtheit und eine unglaubliche Idiotie, das zu machen. Und wie gesagt, dazu in dem Video mehr, was einfach das hier für ein Motiv ist. So, okay, wir machen jetzt mal weiter mit The Return of the Jedi Episode 6. Mit den guten Ewoks drauf und mit Jabba the Hutt und mit dem Imperator Palpatine. Und hier nochmal dann das deutsche Steelbook von damals noch, wo ich hier habe, mit Imperator Palpatine drauf. Hier eine schöne Prägung, also wirklich sehr edel ausgesehen hat. Und hier nochmal dann eben dann das Bein. Und hier die Rückseite und haben wir auch schon hier einen kleinen Einblick auf dieses hier. Da ist auf jeden Fall hier das hier vergrößert worden, das Motiv. Und schaut auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus. Und hier geht es erstmal weiter mit dem 4K-Steelbook. Wir haben auch hier, wie gesagt, auf der 4K-Version eine deutsche Tonspur drauf. Auf Blu-ray eben wieder nicht, wie es eben auch schon bei den anderen so war. Und ja, vom Motiv her gefällt es mir auch richtig, richtig gut. Passt, wie gesagt, auch zu der Episode 4 sehr gut. Und wir machen jetzt mal auf und mal gucken, ob das auch heil angekommen ist. Ich hoffe es sehr. Und dann machen wir hier mal die Folie runter. Und dann mal einen kurzen Blick, bevor ich euch das jetzt hier zeige und bevor ich ausrasten muss. Aber es schaut gut aus. So. Okay, wir machen erstmal die Banderole. So schaut das Ganze hier aus. Auch hier die Banderole ist so dünn wie auch bei anderen. Also passt auch gut zusammen. Hier eben 4K, Blu-ray und die Bonus-Disc. Hier Star Wars Return of the Jedi, hier mit den ganzen Altersfreigaben. Und hier eben dann die Rückseite, schaut hier so aus, mit Jabbas Baracke. Und hier eben dann die technischen Daten. Und hier, wie gesagt, in den weißen Kästchen seht ihr auf jeden Fall hier auf der 4K, ist deutsche Ton enthalten und auf der Blu-ray nicht. Und wie gesagt, auf der Bonus-Disc müsste ebenfalls deutsche Untertitel mit dabei sein. So, okay, jetzt geht es weiter mit dem Steelbook. Und hier haben wir auch ein sehr schönes Motiv, auch gestochen scharfes Motiv. Wenn man hier so ein E-Book anguckt, ihr seht hier schon wirklich ein sehr scharfes Motiv und natürlich auch Leia Organa, ein sehr schönes, scharfes Motiv. Haha. auch hier mit dieser Rahmenbringung außenrum, auch hier wieder keine Prägung von dem Schriftzug her, wäre ganz cool gekommen. Und aber hier trotz alledem, das Motiv gefällt mir sehr gut. Oben hier Darth Vader, dann Luke Skywalker, Han Solo. Also das Motiv gefällt mir auch extrem gut. Und vom Druck her wirklich sehr, sehr scharf. Auch ein Hochglanz-Steelbook, wie ihr seht. Aber das ist ja Fingerab- und Kratzergefährt auf jeden Fall. Und kommen auch dann direkt gleich in die Schutzhüllen rein, damit da ja nichts mehr weiter passiert. Das Bein schaut hier so aus. Und auch das passt natürlich auch sehr gut zu den anderen mit dazu. Also hier haben wir jetzt eigentlich mal ein zusammenhängendes
Spine-Motiv. Und hinterher fragen wir eben dann Luke Skywalker, der sich gerade den Darth Vader ergibt. Auch da das Bild wirkt ein bisschen nicht ganz so scharf wie bei den anderen, aber natürlich, man muss auch sagen, halt das Bildqualität von diesen Filmen ist auch nicht mehr ganz so gut gewesen, aber auf 4K kann ich es auf jeden Fall sehen lassen. Muss aber sagen, Episode 5 und 6 war es nicht ganz mehr so scharf wie Episode 4. Und dann schlagen wir hier mal auf. So schaut das ganze Steelbook an sich nochmal aus. Also auch das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Macht sehr schönen Eindruck, wie ich finde. Und da innen drin haben wir eben dann die drei Discs. Einmal hier die 4K Ultra HD. Wie gesagt, hier ist deutscher Ton enthalten. Und dann haben wir hier eben dann das Bonusmaterial. Denke mal, hier müsste auf jeden Fall deutsche Untertitel mit dabei sein. Und dann noch die Blu-ray-Disc. Und die sieht hier so aus. Und wie gesagt, hier haben wir keine deutsche Tonspur enthalten. Als Intro gibt es auch noch die beiden Androiden, die gerade auf dem Weg zu Jabba's Palast sind. Auch das Bild ist wirklich sehr, sehr scharf, wie ich finde. Schaut sehr schön aus und kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Aber wie gesagt, Innenmotiv ist für mich immer nicht so ganz wichtig, weil es sind Discs versteckt, also von daher passt es auch ganz gut. Ja, Steelbook auf jeden Fall auch sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Und bin auch froh, das noch bekommen zu haben. Beziehungsweise ich habe es auch immer gleich direkt vorbestellt, wo halt eben gleich die VÜ losging. Und hat auf jeden Fall extrem viel Glück gehabt. Und ja, das war das Episode 6 Steelbook zu von Zavi. Und jetzt nochmal hier zusammen, alle zusammen hochhält. Das Bein schaut schon mal sehr schön aus. Und auch passen auch wirklich sehr gut zusammen. Ich habe da immer schon einen Schutzhund reingetan, damit nichts passiert. Also von daher schaut es passt sehr gut und freue mich jetzt schon auf die anderen noch, wenn sie irgendwann kommen sollten. Irgendwann. Ich glaube nicht dran. Ja, das war's von mir. Halt noch nicht ganz, denn auch hier gab es ja die T-Shirt-Aktion leider. Ich habe jetzt alles durchgesucht. Ich dachte eigentlich, hätte mir auch der liebe Alex, hat mir das T-Shirt zugeschickt, aber anscheinend ist es nicht dabei gewesen. Aber es kommt noch ein Paket von ihm. Ich habe es noch nicht gekannt, denn hier schaut euch das Bild aus, das ist ein grünes Motiv, wo Return of the Jedi vorne drauf steht. Auch hin drauf sind ein paar Motive drauf zu sehen. Schaut wirklich sehr schön aus. Freue mich auch schon auf dieses T-Shirt, wenn ich es bekomme. Wenn nicht, ist es auch nicht ganz so schlimm. Und von daher habt ihr schon mal gesehen, was einfach alles hier für Special-Versionen gibt. Also mit dem T-Shirt und dem Steelbook war es ein bisschen günstiger. Und ja, das war's von mir. Und das waren erstmal die drei Star Wars Steelbooks hier auf meinem Kanal. Und es geht auf jeden Fall demnächst weiter mit den nächsten Episode 1 bis 3 noch. Und dann noch Episode 7 bis 9 und dann noch Rogue One und Solo. Ich freue mich drauf und ich hoffe mal ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann, tschüss mit Ü und Beep oder Live Long and Prosper. Oder möge die Macht mit euch sein.